Ja, hallo. Ich grüße euch zum 13. Nochmal eine Ergänzung zu dem letzten. Es wurde ja rumgereicht, es gäbe eine 10 Tage Finsternis, aber so konkret hatte sich Q auch nicht geäußert. Man hat aber berichtet, dass die Führungsoffiziere alle in den Cheyenne Mountain wären und haben sich dort eingeschlossen, aufgrund der Bedrohungslage, dass wohl einige Proben-Errors passiert sind. Also einen wissen wir ja ganz sicher, wo Obama eine Atombombe entnommen hat, beziehungsweise seine Administration, und die bis heute verschollen ist. Und es ist durchaus auch möglich, dass kleinere Sprengköpfe, sind ja immer mal ein paar abhanden gekommen, vom Deep State beiseite geschafft worden sind, um Anschläge zu verüben. Und das macht natürlich die Bedrohungslage klar, warum die Führungsoffiziere sich erstmal nach Cheyenne Mountain zurückgezogen haben, um erstmal einen Lageüberblick zu kriegen. Darüber hinaus kann natürlich dort viel besser die Arbeit koordiniert werden, aber das führt natürlich dazu, dass es dort keine Medienveröffentlichung gibt. Und wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, werden wir auch keine Mutmaßungen machen, die solche Militäroperationen gefährden könnten. Das werdet ihr sicherlich auch sehen. Wir haben gewisse Vorinformationen, die aber schon längere Zeit gibt. Wir wissen, dass die heute früh veröffentlichte Zahl von 100.000 Kindern und Frauen wohl nicht ganz reicht und für den einen Tunnel vielleicht auch ein bisschen überdimensioniert. Das ist vielleicht eine grobe Schätzung. Es muss aber sehr dramatisch sein. Wir gehen schon davon aus, dass es in die Millionen Opfer geht, also in der Größenordnung des Zweiten Weltkrieges weltweit, und dass das das größte derzeit bekannte Verbrechen ist. Allerdings ist es eben jetzt erst losgegangen. Also der Zugriff scheint jetzt zu erfolgen. Trump hatte lediglich bestätigt, dass also Menschenhandelsorganisationen jetzt verfolgt werden, der Zugriff jetzt erfolgt, aber hatte nicht konkret was zu New York gesagt. Allerdings die ganze Vorbereitung, dass dort also das Lazarettschiff dort in New Yorker Hafen angelegt hat und auch in Los Angeles, das ist ja auch so ein Schwerpunkt des Kinderhandels, das ist natürlich alles schon länger vorbereitet, und ich gehe auch davon aus, dass Trump das auch wusste. Und trotzdem, aufgrund dessen, dass er Präsident ist und auch Presseveröffentlichung macht, er trotzdem an die Verpflichtungen des Militärs gebunden ist, weil er ja im Prinzip ja, für den industriell-militärischen Komplex einen Kopf hinhält als Präsident. Und da muss er sich an die Spielregeln des Militärs halten. Und deswegen ist es auch keine gute Idee, wenn man jetzt Mutmaßungen macht und dann möglicherweise eine falsche Fährte legt oder irgend sowas, sondern wenn Q gesagt hat, dass es jetzt erstmal eine Ruhezeit gibt von geschätzten 10 Tagen, also wir wissen nur, dass wohl eine leichte Lockerung der Informationen um die Osterfeiertage passieren soll. Diese Informationen gibt es aber schon länger. Ich vermute mal, dass es von Sonnabendabend auf Sonntag die Presseveröffentlichung kommt. Hat einfach damit zu tun, weil sonst die Gefahr besteht, dass eventuell an der Börse zu größeren Crashs kommt. Man sieht es ja gerade momentan im Goldhandel, dass der Goldfuture durchdreht, und auch im Rohölsektor bewegt sich so einiges, und ich habe das immer im Hintergrund laufen. Das sehe ich als erstes, wenn es geknallt hat. Es hat ja im Prinzip schon im Goldmarkt geknallt, aber die anderen Märkte sind, sei es simuliert oder einigermaßen, noch intakt. Aber wir werden das dann sicherlich morgen oder übermorgen dann die Auswirkungen sehen. Ich gehe mal davon aus, Karfreitag wird die Börse wahrscheinlich nicht öffnen, sodass also morgen Abend 22 Uhr wahrscheinlich Handelsschluss ist, wahrscheinlich dann auch über die Feiertage hinweg. Werden wir sehen. Morgen erwarte ich starke Kursbewegungen, also wer noch irgendwelche Positionen offen hat, schließt die. Es war ja heute wieder totales Chaos, sowohl im Rohölmarkt als auch im Goldmarkt. Also seht euch da vor, seht zu, dass ihr die Positionen, die im Gewinn sind, noch schließt, und werdet nicht geizig und reizt das nicht bis zum letzten aus.
zieht euch aus dem Markt zurück, solange es noch nicht gecrasht hat. Nicht offiziell gecrasht hat. Na, intern hat es schon gecrasht. Ja, gut. Die nächste Geschichte, die jetzt hier mit dranhängt, ist jetzt, dass es wohl eine Sperrung gegeben hat von dem Stuttgarter Flughafen. Dass das ein militärisches Projekt ist, sollte nun eigentlich jeder wissen. Das haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt. Also das Stuttgart 21 ist ein militärisches Projekt, allerdings von einem Deep State unter Obama. Hat also mit Trump so wenig zu tun. So wie heute bekannt wurde, wurde wohl der Flughafen jetzt gesperrt, auch für längere Zeit. Vermutlich ist dort auch eine Tunnelanlage, dort auch Kinder oder Rauschgiftgeschichten. Und ähnlich wird es wahrscheinlich dann auch im Flughafen Bär sein, weil ich meine, sind ja nur so viele Witze rumgegangen. Also, das ist so unglaubwürdig, dass der Flughafen nicht aufmachen kann, wenn China so ein Projekt in 3 Jahren durchzieht. Das ist völlig unglaubwürdig, was hier abgezogen wird. Vor allen Dingen auch die ständigen Kostenerhöhungen. Also, da laufen noch Untergrundprojekte bei diesem Flughafen und deswegen natürlich Putin dort auch die Überfluggenehmigung nicht erteilt hat. Ja, gut, also. Was bedeutet das jetzt für uns? Ich würde sagen, macht die Ostereinkäufe nicht auf dem letzten Tag, nicht erst am Donnerstag. Seht zu, dass ihr morgen schon einmal einkaufen geht, euch noch was alles holt, was ihr bis, ich sag mal, Mitte nächster Woche braucht, unbedingt braucht. Also holen und ein bisschen auf Vorrat legen. Es könnte sein, dass es wirklich 14 Tage totale Ausgangssperre gibt, nicht dass ihr in Not kommt. Ne? Ja, achtet bitte darauf, dass ihr möglichst keine Konservengläser, sondern Konservendosen nehmt, eben damit man Erschütterungen oder Kampfhandlungen, dass die überstehen, weil Gläser brechen ja bei Druckwellen und mit Druckwellen ist zu rechnen, also macht er nur Konserven mit Dosen. Andererseits sind natürlich viele Sachen auch eingeschweißt in Plaste. Ihr wisst, wenn ihr mal gegrillt habt und beim Grillen sozusagen mal so Funken in die Plasteverpackung reingekommen sind, dann ist alles, was da drin ist, verdorben. Ja, braucht ihr bloß mal, wenn ihr Grillfleisch habt und habt das zu nah an den Grillplatz gestellt und die Funken stieben dort raus und die Funken fallen auf die Plaste. Das ist so ein widerlicher Geschmack, das verdorbt dann. Also das kann man, das schmeckt dann raus und kann man dann eigentlich wegtun. Ne? Und also Funken reingefallen sind und das durchgebrannt hat durch die Plaste. Aus diesem Grunde nehmt bitte Büchsen und alles, was nicht gekühlt werden muss. Das ist also nochmal ein dringender Hinweis. Es könnten 3 Tage Stromausfall geben als Folge des Zugriffs bzw. auch als Folge von Kampfhandlungen. Und da ist es gut, wenn ihr da Zeug euch hertut, was nicht gekühlt werden muss, was von Natur aus haltbar ist. Überlegt euch einfach mal. Ja, Tiefkühlware ist in Gefahr. Wer einen Notstromer hat, sollte ihn startklar machen. Hatte ich auch letztes Mal schon gesagt. Einfach nur, dass man das übersteht. So, das waren erst nochmal die Vorsichtsmaßregeln für die nächste Woche. Ich persönlich würde mir erst nochmal einen Überblick verschaffen, morgen früh. Und wir würden dann morgen nochmal einen Teil B machen von dem 10. Teil. Ob sich an der Nachrichtenlage New York und Stuttgart jetzt was getan hat, also ob es eine zweite Quelle gibt. Also es ist der Grundsatz der journalistischen Arbeit, dass ihr immer zwei Quellen habt. Also wenn nur etwas von einer Quelle kommt und alle von dort abschreiben, besteht immer die Möglichkeit, dass es Fakes sind, dass man die Wahrheitsbewegung diskreditieren will und dann setzt man irgendwelche Enten rein. Wenn das also am 1. April ist, umso mehr, aber auch von dem Rest der Jahreszeit. Hier muss man einfach nur warten, bis es weitere Bestätigungen gibt, und zwar unabhängig. Also nicht, wenn die DPA irgendwas rausgehauen hat und alle schreiben es davon ab, das ist eine Quelle. Ne? Das ist zentral verordnet und dann wird es dort berichtet. Nee, es geht darum, dass mehrere unabhängige Journalisten, meinetwegen die QAnons, haben also Bilder von den Festnahmen gemacht oder wie auch immer, dann ist das eine zweite Quelle. Aber wenn Systemmedien untereinander alle voneinander abschreiben, dann ist das eine Quelle und keine zuverlässige.
So, was mich heute gewundert hat, also wenn diese Ereignisse wirklich wahr wären, wieso hat ARD und ZDF ihr Corona-Programm da abgespielt, obwohl eigentlich jeder weiß, dass es mit Corona nichts zu tun hat, was hier ist, das ist nur eine Ablenkungsgeschichte. Wenn es wirklich einen Notstand gegeben hätte oder noch gibt, dann wären die Intensivstationen jetzt schon überlastet. Es gab viele Berichte in letzter Zeit, dass die Intensivstationen leer sind und dass die Betten freigehalten werden. Das kann mehrere Ursachen haben. Man kann das vorbeugend machen, aber dann besteht keine Notwendigkeit, einen totalen Lockdown zu machen. Ich gehe davon aus, dass es dazu dient, wenn die Kinder dann aus den Tunnelanlagen befreit sind oder die Frauen, dass die dann sofort die medizinische Erstversorgung bekommen, weil gesagt worden wäre in der Pressemitteilung, dass wohl 8% alleine bei den Rettungsmaßnahmen also so geschwächt wären, dass es also dort auch während der Rettung noch Leute verstorben sind, weil sie einfach dem Stress und den Zugriffen nicht gewachsen waren. Und ja, müssen wir erstmal warten, bis es eine zweite Quelle gibt. Und dann werden wir morgen nochmal das werden. Das soll es erstmal gewesen sein. Bitte bleibt erstmal bitte in Deckung. Bitte macht keine unüberlegten Geschichten. Das Militär hat alles geplant. Die werden die Aktion durchführen. Keine unüberlegten Sachen. So, dann gibt es wieder neue Aktionen von Leuten, die nennen sich Monarchie Bund. Ist ein Fake, kann man ganz einfach auch verifizieren. Die versuchen, eine neue Verfassung zu machen. Das ist also ein Aufguss von VV, also verfassungsgebende Versammlung. Wir können keine Verfassung machen, weil wir da die Reparationsansprüche von zwei Weltkriegen verlieren. Und auch die Grenzziehung wieder eine andere wäre. Und das würde wieder den Friedensprozess insgesamt verlangsamen. Am einfachsten ist, wenn die Verfügung über die Form der Auflassung greift. Dort steht drin, dass das der Kaiser das Kriegsende erklärt. Er müsste im Prinzip das für Preußen machen. Das würde dann für alle greifen. So steht es halt in der Verfassung und daran sollte man sich dann auch halten. So, und wenn man eine neue Verfassung macht, verliert man Reparationsansprüche und dann ist mit der Kriegsendeerklärung ein grundsätzliches Problem. Dann kommen wir von Regen in die Traufe. Also sowas ist generell mit Vorsicht zu genießen und alles, was mit Schwarz-Rot-Gold Patriotenbewegung ist, ist alles von der BRD Scheinpatrioten. Das kann man alles komplett in die Tonne kloppen. Und wenn die AfD da unter Schwarz-Rot-Gold Patrioten sammeln will, das muss scheitern. Das ist ein Rohrkrepierer von Anfang an. Ja, die Staatsflaggen sehen ganz anders aus. Gut, also dann. Machen wir da morgen früh dann noch eine Fortsetzung und gucken erstmal, wie die jetzige Lage sich entwickelt. Ne? Dankeschön.